So, guten Abend allerseits oder schönen guten Nachmittag oder sonst wie. Ich habe vor so 5 Stündchen etwas über Raytracing gesagt fürs Rendern. Das Raytracing hat den angenehmen Vorteil, dass es auch vernünftig Schatten, und zwar nicht irgendwie nachträglich hineingezauberte Schatten, sondern echte Schatten produzieren kann. Und wenn Sie gute Schatten, die sich mitbewegen, in einem Film sehen, in einem von, naja, was weiß ich, Avatar oder Star Wars oder so ähnlich sehen, dann sind diese Schatten, die sich mit den Personen mitbewegen und entsprechend ihre Bewegungen anpassen, dann sind die in der Regel geraytraced. Ich habe auch mal eine Demo von Nvidia gesehen, da ist so ein Auto durch so eine Stadt durchgefahren und da hat man schön die Reflexe von der Umgebung auf dem Auto gesehen, das war so ein Bugatti oder sowas, ich glaube, man kann sich das Video auch im Internet besorgen und da sieht man eben auf dem gut gewaschenen Auto die Wolkenkratzer, die da links und rechts stehen, aber auch die Streifen unten auf der Straße, diese gelben Dinger da in Amerika, die sieht man auch als Reflexionen im Auto und man kann auch im Rückspiegel die Szene hinter dem Auto sehen, wie der da durchfährt. Das, was wir in solchen Rennspielen sehen, das ist in der Regel gefaked. Denn anders geht es nicht. Also mit Fong Shading oder sowas kriegen Sie eben kein echtes Spiegelbild hin. Deshalb vermeidet man natürlich auch in irgendwelchen Spielen so etwas wie Spiegelbilder. Ja, der Nachteil am Raytracing ist, das macht ein bisschen Arbeit bei der Berechnung. Wir kommen selbst mit moderner, also mit einem Rechner, der ungefähr 1000 Euro kostet oder so ähnlich, kommen wir immer noch nicht so ganz in die Gegend, wo man geraytracede Spiele wirklich flüssig spielen könnte, in HD-Auflösung. Ein weiteres Manko am Raytracing ist, dass die Berechnung blickpunktabhängig ist. Das ist klar, wir schauen ja immer hier, wir gucken von hier aus durch dieses Fenster zur Welt. Und wir berechnen diese Strahlen hier, wie sie durch die einzelnen Pixel durchgehen in unsere Szene. Wenn wir die Kameraposition ändern, wird sich natürlich auch, gilt das nicht mehr, was wir da berechnet haben, wir müssen es frisch berechnen. Dummerweise berechnen wir eben jedes Mal, wenn wir da reingucken, für jede Kameraposition das Modell frisch. Und insbesondere, wenn wir relativ statische Szenen haben, wo sich nicht viel ändert, wo wir nur mit der Kamera herumfahren, macht das eigentlich zu viel Arbeit. Wenn wir jedes Mal das komplette Beleuchtungsmodell frisch rechnen. Und deshalb hat man sich etwas anderes überlegt, die Radiosity. Hier wird das Beleuchtungsmodell in der Szene, jedes Mal, wenn sich in der Szene was geändert hat, klar, wenn Sie irgendwie so eine Szene haben, in der die ganze Zeit irgendwelche Objekte rumwuseln, Autorennen oder sonst was, wird das auch wieder etwas aufwendiger. Aber jedes Mal bei einer Veränderung der Szene berechnen Sie dieses Radiosity-Modell. Die Kameraposition kann sich ändern. Also Kamerafahrten würde bei Radiosity gut funktionieren. Was man macht ist, die Oberflächen in solche Patches einteilen. Eventuell hat man sie schon als Patches. Und dann unterscheidet man, jede Oberfläche kann ein Emitter sein und ein Reflektor sein. Ein Emitter sind Lampen, eine Glühbirne in der Szene, die Sonne, der Himmel über der Szene oder eben solche Reflektoren, die angestrahlt werden und dann reflektieren in verschiedene Richtungen. Und die Reflexion, die hat natürlich auch Eigenschaften. Jetzt berechnet man den Beleuchtungseinfluss von jedem Emitter und jedem Reflektor auf die anderen Patches.
in der Szene. Auf alle anderen Patches. Manche braucht man nicht zu berechnen, die sind verdeckt voneinander, aber die, die eine direkte Verbindung haben, die muss man berechnen. Und natürlich ist das auch ein iterativer Prozess. Ne? Wenn was von hier hin, sagen wir lieber von hier hin reflektiert, dann reflektiert das da drüben hin und vielleicht dahin und sogar wieder zurück hierhin und es geht vielleicht sogar ein paar Mal hin und her. Also es ist schon ein iterativer Prozess, dieses Berechnen des Einflusses, des Beleuchtungseinflusses auf die anderen Patches. Und dieser Patch hier, der wird keinen Einfluss auf den hier unten haben, allenfalls indirekt so, aber dann würde er ja aufgefangen durch die Reflexion vom Boden schon, wir berechnen das ja iterativ. Dazu benutzt man, oder man berechnet das, Formeln aus der Wärmelehre, Energietransferformeln, um das hier, diesen gegenseitigen Einfluss vernünftig zu modellieren. Irgendwann wird das emittierte Licht, was jetzt hier auf dieser Ebene eintrifft oder hier eintrifft, zu gering, dann lässt man es auch weg. Ja, unter einem Grenzwert ignoriert man den Beleuchtungseinfluss. Das lohnt sich, so ein Radiosity-Modell für Szenen, die sich nicht viel ändern, aber wo wir Kamerafahrten machen. Also typischerweise so Architekturmodelle oder sowas. Oder wenn wir ein Auto tipptopp berechnen wollen, was da irgendwo steht, wenn wir ein Werbebild von einem Auto machen wollen, das Auto steht da, wir wollen ein Foto für eine Anzeige oder sowas, ähnliches ein Bild, sagen wir lieber nicht ein Foto, für eine Anzeige rechnen. Ich habe auf so einer Tagung, war so vor anderthalb Jahren, zum Beispiel sowas gesehen, da haben die solche Radiosity-Modelle berechnet mit so einer Software, die zum Beispiel die gerade für Produktpräsentationen geeignet ist. Da nimmt man also ein Modell von irgendeiner schönen Szene oder so ähnlich, das die konstruiert haben, und da setzt man dann ein neues Auto rein und kriegt man so eine fotorealistische Szene raus. Da sieht das Auto noch besser aus, als wenn man es einfach irgendwo hinstellen würde und fotografieren würde und hinterher mit dem Photoshop nochmal drüber gehen würde. Weil man eben solche künstlichen Umgebungen sehr gut da erzeugen kann. Und es hat eigentlich täuschend ähnlich ausgesehen. Es war wirklich fotorealistisch. Noch ein Wort zu Texturen in diesem Kapitel. Ich habe schon darüber gesprochen, Texturen sind wichtig. Holz hat eine Maserung, aber eigentlich hat alles irgendeine Oberfläche. Hier, das hier hat so eine leichte Hammerschlagoberfläche. Wenn Sie hier die Sitzpolster anschauen, die haben diese, ich weiß nicht, wie der Stoff heißt, Oberfläche. Der Teppichboden hat auch eine Struktur. Selbst wenn er jetzt hier nicht diese Bilder drauf wären, dieses karierte hier, dass man Dreck weniger sieht, wenn er nur glatt wäre, hat er eigentlich, wenn Sie sich den Uni-Teppichboden zu Hause anschauen, falls Sie einen haben, auch der hat eine Struktur, eben diese Schlingen. Und wenn man das nicht hat in der Szene, dann sieht das irgendwie künstlich aus. Und genau das ist, was wir nicht wollen. Wir wollen ja Fotorealismus haben, wir wollen die Menschen täuschen. Und deshalb werden alle Oberflächen mit so einem Muster, ja, beklebt ist eigentlich gar ein ganz guter Ausdruck dafür. Genauso wie viel von dem Holz, was wir heutzutage um uns sehen, ja eigentlich Spanplatte ist, und obendrauf ist eine Textur gepappt. Ne? Furnier heißt das vornehm. Das hier ist aber, glaube ich, tatsächlich Sperrholz. Aber wahrscheinlich ist obendrauf noch ein Stückchen Furnier geklebt. Also auch hier ist eine Textur drauf gepappt. Solche Textur kann übrigens in unseren 3D-Szenarien, muss nicht statisch sein. Die Texturen, die draufgeklebt werden in irgendwelchen virtuellen Welten, sind meistens Fotos. Aber Sie können natürlich auch bewegte Bilder, Filme nehmen, um das da drauf zu kleben. Dann haben Sie eine Videoleinwand sozusagen. Oder irgendwelche anderen interessanten Sachen, die man damit produzieren kann. Also auch Filme können Texturen sein. Als letztes möchte ich noch das VRML erwähnen. Virtual Reality Markup Language. Das VRML
sollte mal sowas werden wie das HTML, aber für 3D-Welten. Also HTML zur Beschreibung von Text, Grafik, Büchern, nein, nicht richtig Grafik, aber so Text mit eingebetteten Grafiken, mit eingebetteten Bildern, Tabellen und so weiter, vielleicht auch eingebettete Formeln. Eingebettete Formeln werden in Math, Mathematik, ML, Mathematical Markup Language geschrieben. Und 3D-Welten in dieser Virtual Reality Markup Language. Da werden die 3D-Objekte eigentlich textuell beschrieben. Das kann man ein bisschen, das liest sich wirklich so ein bisschen wie HTML, bloß steht dann da eben, jetzt kommt eine Kugel, Sphere, oder jetzt kommt ein Würfel. Und das muss man sich so vorstellen, dass man also sagt, oder ein Zylinder, dieser Zylinder fängt erst mit dem Einheitszylinder an, Zentimeter hoch oder einen Meter hoch oder sonst was, je nachdem, Maßstab, ne? Und dann lässt man darauf Transformationen los. Größer, in der Dimension kleiner und dann gedreht, verschoben und dann ist er an der richtigen Stelle in der Szene. Also so ein Objekt wird beschrieben, ich möchte jetzt ein neues Objekt Box, Box für Würfel und dann wird das Ding skaliert mit einer Transformationsmatrix, dann wird es rotiert mit einer Transformationsmatrix und dann wird es verschoben, dilatiert mit so einer Transformationsmatrix. Ein paar primitive Objekte braucht man, den Zylinder, den Kegel, die Pyramide, den Würfel, den Torus. Ich glaube, das war's. Aber kann sein, dass noch ein bisschen was anderes dazukommt. Also die braucht man und dann kann man schon ganz komplexe Sachen konstruieren, indem man die vergrößert, verkleinert, verschiebt, dreht, an Stellen setzt, gruppiert, also die Transformation schon gruppieren braucht man noch, dann pappt man auf jeden, gibt man jedem Farbe und Transparenz und natürlich, ob sie leuchten, dann packt man noch Texturen drauf, da kann man auch MPEG-Filme einbetten. Wir können also einen Würfel haben, der sich auch, den man jede Sekunde einmal eine Transformation loslässt, also eine Rotation oder sowas. Und gleichzeitig wird auf einer Oberfläche von dem Würfel ein Video abgespielt. Das ist jetzt nichts besonders Kreatives, aber wir können uns vorstellen, dass man damit zum Beispiel ein Wohnzimmer modellieren kann und auf dem Fernseher, den man so zusammenbaut aus ein paar Boxes und einen Fuß unten drunter und noch eine weitere Box als Standplatte und so weiter, das würde also so einen Fernseher modellieren und naja, außenrum irgendwie eine schöne schwarze glänzende Klavierlackoberfläche oder sowas und auf dem Bildschirm läuft als Textur so ein MPEG-Film. Und schon hat das auch eine sinnvolle Anwendung. In manche von diesen Objekten hier, da kann man auch Hyperlinks einbetten. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Web-Analogie, HTML-Analogie. Wir könnten zum Beispiel auf einen Knopf drücken und dann würden wir teleportiert oder wir würden fliegen mit unserem Objekt. Wir drücken auf den Knopf und ein Objekt fliegt durch die Szene. Bei einer von diesen, ich war mal bei so einer Wormhole-Konferenz, da hatten sie so eine Ente, die geflogen ist. Das hat sogar ziemlich gut ausgesehen. Die Ente als Wormhole-Objekt konnte dann da so durch die Landschaft fliegen und über Berge drüber hinwegfliegen und sind irgendwie auf dem See gelandet oder sowas ähnliches. Der See hat nicht so toll ausgesehen. Der hatte nicht genug Wellen. Also man kann Hyperlinks da einsetzen. Es gibt auch Objekte, in die man Sensoren einbetten kann. Und wenn man dieses Objekt dann mit der Maus klickt, dann erzeugen wir Events für andere Objekte. Zum Beispiel damit sich irgendwas dreht oder damit der Fernseher angeht, damit also so die Textur mattes Schwarz auf dem Bildschirm ausgewechselt wird gegen die Textur MPEG-Film. Wenn wir auf die Taste von der Fernbedienung drücken oder so. Also sowas kann man in dem Wormhole betreiben. Ein Kollege hat mal hier vom Unicampus ein Wormhole-Modell gemacht, mit Studenten zusammen. Es gibt jede Menge Wormhole-Modelle auch im Internet. Dazu braucht man dann einen Wormhole-Player.
Ich habe auch mal in einem Projekt mit Wörmel, also wir haben eine Gruppe, so die Struktur vom Internet, vom Web visualisiert, und da konnte man sich dann so entlang der Hyperlinks bewegen und die Struktur betrachten, nicht weniger die Inhalte, aber mehr die Struktur vom Web betrachten. Aus dem Wörmel ist dann etwas geworden, das hier ist, glaube ich, Java3D und dann X3D, das ist das Aktuelle, zur Beschreibung von 3D-Szenarien im Web. Das X3D, das wird auch noch vom World Wide Web Consortium, dieses W3C, weiter betrieben, weiter standardisiert und gepflegt. Das zum Thema 3D-Grafik. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über Bilder, Video und Audio sprechen. Also drei Kapitelchen hier in diesem Abschnitte im Kapitel Multimedia. Ich fange an mit den Standbildern. Was meine ich mit dem Begriff Standbild? Nun erstmal visuelle Eindrücke oder sagen wir mal Aufnahmen von visuellen Objekten mit in Anführungszeichen kontinuierlichen Verläufen. Also wir erzeugen die nicht pixelweise, wir erzeugen die nicht als diskrete Objekte, wir erzeugen die nicht als Würfel und modelliert, sondern wir nehmen einfach das, was da ist, mit den physischen Objekten, die hier sind, mit dem Himmel da oben, und wir machen ein Foto davon. Und mit kontinuierlich meine ich hier insbesondere, dass wir in dem Bild, den wir erzeugen, keine einzelnen Pixel wahrnehmen, sondern die Welt, das, was wir da fotografiert haben, so als eine gerade, auch als gerade wahrnehmen und nicht als Zusammensetzung aus einzelnen Pixeln. Tatsächlich, wenn wir fotografieren, der Film hat natürlich auch eine Maximalauflösung, selbst der alte chemische Film hat eine Auflösung, diese kleinen Silberkristalle, die da benutzt worden sind, die da belichtet werden und sich dabei ändern, die haben auch eine bestimmte Größe. Die sind zwar ziemlich klein, aber die haben eine Größe. Film mit hoher Empfindlichkeit hat ein relativ grobes Korn. Das sind diese, ich glaube, das sind Kristalle, mit denen man da umgeht. Die sind ein bisschen größer. Film, der nicht so lichtempfindlich ist, so ein 100er Film oder sowas ähnliches, der hat eine kleinere Korngröße. Aber wenn man nur ordentlich vergrößert, sieht man es auch. Also Lupe zur Hand nehmen, drauf gucken, und dann sieht man schon die Kornstruktur, auch bei so einem Foto aus der alten Zeit, das mit so einem Silberprozess gemacht worden ist. Er hat aber im Wesentlichen eine bessere Auflösung als unser Auge, und deshalb glauben wir, dass das so glatte, kontinuierliche Verläufe sind und nicht Pixelchens. In Büchern kann man solche Bilder sehen. Es gibt Abzüge vom Film, den man benutzt, mehr oder weniger groß, Poster oder kleine Bilder. Der guter Druck, gut in Anführungszeichen für Kunstbücher oder so ähnlich, in denen wir Gemälde betrachten können, der hat so typischerweise eine Auflösung von 2500 Punkte pro Zoll. Also das sind dann 100 Punkte pro Millimeter, ne? 1000 pro Zentimeter in jeder Dimension. Wir werden dann gleich noch darüber sprechen, wie wir eigentlich digital Bilder machen. Da müssen wir natürlich diskretisieren, aber genau über dieses Diskretisieren wollen wir dann noch ein bisschen sprechen. Zunächst möchte ich aber ein paar Worte zum Begriff Farbe loswerden. Ich habe vorhin bei den 3D-Welten schon darüber gesprochen, wir haben Lichtquellen. Die senden Licht aus, und unsere Sonne sendet Licht in ganz vielen Wellenlängen aus. Tatsächlich fehlt im Spektrum der Sonne nur ein paar Linien, gar nicht so viele, bei ganz bestimmten Frequenzen. Sichtbares Licht,
das weiße Licht, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wenn der Himmel draußen weiß ist, da stecken alle oder fast alle Wellenlängen drin, die unser menschliches Auge wahrnehmen kann. Wenn wir rotes Licht sehen, dann ist da nur das Licht mit den längeren Wellen drin. Wenn wir blaues sehen, dann sind die kürzeren Wellenlängen da drin. Wenn Sie hier das Grüne betrachten, das mein Laser hier produziert, das ist übrigens sehr schmalbandiges Licht. Das sind solche LEDs, die in den Lasern drin sind, hier in so kleinen, das ist sehr schmalbandiges Licht. Das ist nur ein schmales Frequenzband eben im grünen Bereich. So, wir haben also da die Sonne, die da auf uns, die Objekte hier auf unserer Welt runterguckt, oder wir haben eine Lampe, die da drauf runterguckt, hoffentlich ein möglichst breitbandiges Spektrum produziert. Und was wir dann, ja, mit der Kamera können wir das natürlich direkt sehen. Und wenn Sie hier auf irgendein Gerät drauf gucken, dann gibt es da hinten drin eine Lichtquelle und hier vorne davor dieses LCD-Filettenteil, das Licht ist raus und den Rest lässt es durch. Wir sehen also direkt das Licht hier. Bei der Sonne ist das mit dem direkt das Licht sehen nicht so eine gute Idee, das ist zu intensiv, das schädigt unser Auge, aber was wir hauptsächlich von der Sonne sehen, von dem Licht der Sonne sehen, das sind so Reflexionen auf einer Oberfläche. Wenn wir also hier an dem Haus eine braune Tür haben, schlechtes Beispiel, eine rote Tür haben, dann sehen wir, dann reflektiert diese Tür nur den roten Spektralbereich aus dem Licht der Sonne. Der Rest wird absorbiert. Also das Rest vom Licht, das Grüne, das Blaue, das wird nicht reflektiert. Warum ist das Beispiel braun schlecht? Weil ich jetzt gerade nicht weiß, aus welchen Komponenten braun zusammengesetzt ist. Ich weiß jetzt gerade nicht so auswendig. Wir kommen gleich noch auf Licht mischen. Also das reflektierte Licht, das ist das Licht der Quelle minus das absorbierte Licht, das ergibt die Oberflächenfarbe. Wenn wir also eine Lampe haben, die nur blaues Licht erzeugt und halten das vor unsere eigentlich rote Tür, sehen wir gar nichts. Weil das blaue Licht von der Lampe ja nicht reflektiert wird von unserer Tür. Reflektiertes Licht ist gleich das Licht, mit dem es angestrahlt wird, minus das, was absorbiert wird. Und das gibt dann die Oberflächenfarbe. Und so ist das auch bei unserem Teppich hier, so ist das bei dem hier und so weiter. Alles, was nicht selber leuchtet. Und wenn wir hier nur rote Lampen hätten, dann würde das Ganze hier natürlich ganz, ganz anders aussehen. Da hätten Sie zum Beispiel eine schwarze Jacke. Weil wir, um das Grün zu sehen, müssten wir es auch grün anleuchten oder weiß. Auf jeden Fall müssten wir Licht benutzen, in dem die grünen Spektralkomponenten drin sind, die grünen Wellenlängen drin sind. Das heißt, grüne Wellenlängen, natürlich hat das was mit der Interpretation durch unser Auge und unser Gehirn zu tun. Wir haben in unseren Augen hinten auf der Netzhaut, also, ja, ich weiß, hätten alle im Biologieunterricht lernen sollen, aber es ist ja schon so ewig her. Wir haben also hier so ein Auge. Hier vorne ist auch noch irgendeine Linse eingebaut und hier geht so ein Nervenstrang weg, ab ins Gehirn zum Denken. Hier auf der Rückseite sind lichtempfindliche Zellen verteilt. Wenn jetzt also hier so ein Strahl kommt, hier paralleles Licht ankommt, dann wird das hier noch ein bisschen gebrochen. Und das sollte sich dann hier hinten, genau auf der Netzhaut, sollten sich diese beiden parallelen Strahlen da treffen. Wenn nicht, brauchen Sie eine Brille. So, naja, das Licht, was von hier einfällt, das soll dann eben da ankommen. Auf dieser Rückseite hier, auf der Netzhaut, da sind lichtempfindliche Zellen angebracht.
bei uns im Auge. Ungefähr Größenordnung 120 Millionen Stäbchenzellen, die können nur Helligkeit empfinden, also dunkel oder hell. Reagieren aber ein bisschen schneller als die anderen 7 Millionen Zapfenzellen. Die sind ein bisschen träger in der Reaktion. Ein Teil von diesen Zapfenzellen ist für Rot zuständig, ist empfindlich im roten Bereich des Spektrums. Und hier unten habe ich die Wellenlängen aufgemalt. Das sichtbare Spektrum, so also ungefähr bis 400 Nanometer Wellenlänge, so ab, ich weiß nicht, sind glaube ich 700 oder so ähnlich, bis so 400 Nanometer. Hier sind die weniger empfindlich, am empfindlichsten sind die, die für Rot zuständig sind, bei 570 Nanometern, die, die für Grün zuständig sind, bei 535 und die für Blau zuständig sind, die sind am empfindlichsten bei 455, Sie sehen, 455 Nanometer. Sie sehen übrigens, die Empfindlichkeit ist nicht so gut für die blaue Farbe als für Grün und Rot. Da kann man jetzt trefflich drüber spekulieren, warum das gerade so ist. Offensichtlich war es wohl mal ein Evolutionsvorteil, weil wir Grün und Rot besser sehen können als Blau. Irgend sowas. Oder vielleicht war es mal ein Evolutionsvorteil, vielleicht ist es aber auch nur irgendein Überbleibsel von irgendwas. Vielleicht haben die Menschen in 1000 Jahren auch wieder ein anderes spektrales Empfinden. Das wissen wir nicht so genau. Insgesamt diese Zapfenzellen, die für Farben zuständig sind, die auf bestimmte Wellenlängen eingeschränkt sind, die hier oben, die sind ja breitbandige, die hier Helligkeit im ganzen Spektrum empfinden, die 120 Millionen. Diese 7 Millionen sind auch stärker hier in der Mitte vom Augenhintergrund konzentriert und hier außen seltener. Wir haben übrigens auf der Netzhaut hier hinten auch so einen Fleck, auf dem keine lichtempfindlichen Zellen sind. Das ist da, wo dieser Nerv angeflanscht ist. Aber unser Gehirn rechnet diesen blinden Fleck irgendwie weg. Also, wir sehen ihn ja nicht. Also, da wird was dran gemacht im Sehzentrum im Gehirn. Diese Eigenschaft, dass wir erstens in der Peripherie nur Schwarz-Weiß-Helligkeit wahrnehmen, dass unsere Farbauflösung Lenz nicht so gut ist wie die Helligkeitsauflösung, das kann man übrigens auch ausnutzen, wenn man Bilder präsentiert. Wir werden auch noch drüber sprechen. Und Bilder verarbeitet und Bilder transportiert. Der Mensch kann bis zu 350.000 Farbnuancen unterscheiden, wenn man sie so nebeneinander präsentiert, also zum Beispiel hier so direkt nebeneinander zeigt, dann kann er das bei genauem Hinschauen noch unterscheiden. Also ja, die Nuancen können auch noch besser unterschieden werden. Das hier ist nur so als Beispiel da. Hier habe ich übrigens dasselbe Orange, aber nicht in der gelben Umgebung, sondern in so einer blauen Umgebung. Ich bilde mir ein, ich empfinde dieses Orange anders als dieses Orange, aber das muss sich selber, jeder selber überlegen. Wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, diesen Fleck hier noch stärker an das Gelb anpasst, dann kommt es übrigens zu solchen Abschattungseffekten. Wenn man genau hinschaut und sich konzentriert, sieht man einen Unterschied. Wenn man sich nicht konzentriert, sieht man keinen Unterschied. Sieht man einfach nur eine gelbe Fläche. Insbesondere im Video, wenn das Bild schnell an einem vorbeizieht, wenn es nur für eine halbe Sekunde sowas sichtbar ist, wird man es vielleicht gar nicht wahrnehmen. Auch diesen Unterschied hier schon nicht wahrnehmen, wenn es in einem größeren Bild drin ist. Aber hier würde man es schon wahrnehmen, weil der Farbkontrast so groß ist. Diese Abschattungseffekte, die erwähne ich hier, das nur mal so zu sagen, das benutzt man, wenn es darum geht, Bilder zu komprimieren und Video zu komprimieren. Bei der Videokompression könnte man zum Beispiel meinen, so ein bisschen Gelb in so dem Gelb da, das Ocker in diesem Quietschgelb drin,
Naja, das würde der, wenn man das den Menschen in einer Zehntelsekunde präsentiert, wird es überhaupt nicht sehen. Also lassen wir es doch gleich weg und übertragen es gar nicht und sparen Kapazität, Durchsatz im Netzwerk. Das könnte man sich überlegen. Über solche Abschaltungsgeschichten werden wir auch noch mal sprechen, wenn es zum Thema Audio kommt. Farbmischen, das ist ein additiver Prozess. Zunächst mal, wenn wir direkt das Licht anschauen, wenn Sie eine rote Lampe leuchten lassen und daneben eine blaue und eine grüne drunter und die liegen eng genug zusammen, sehen Sie weißes Licht, wenn es weit genug weg ist. Jeder, der mal einen Fernseher aus der Nähe betrachtet hat oder so ein LCD-Display mit der Lupe betrachtet hat, der sieht das, dass da eigentlich einzelne Pixel nebeneinander sind. Einzelne bunte Pixel. Und wenn wir Rot mit Blau mischen, dann kommt sowas wie Magenta raus. Je mehr man zusammenmixt, desto heller wird es. Wenn man Grün mit Rot mischt, kommt Gelb raus. Wenn man das Grün mit dem Blau mischt, kommt etwas raus, das heißt Cyan. Und wenn man alle drei mischt, kommt Weiß raus. Wenn Sie sich das Bildverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl greifen und dann nehmen Sie diese drei Slider, die es da gibt, und drehen Rot und Grün und Blau immer so ein bisschen hin und her und zurück, dann sehen Sie auch, wie sich Farbmischungen entstehen. Umgekehrt, wenn man in so eine Farbtabelle reinklickt, dann sieht man auch, welche Rot- und Grün- und Blauanteile da sind. Das ist additives Farbmischen, das betreibt zum Beispiel unser Beamer da oben oder das Display hier oder das Display von Ihrem Laptop oder das Display von Ihrem Smartphone. Auf dem Papier ist das anders. Wenn wir da Farbe auftragen aufs Papier, dann bedeutet das, dass wir nur dieses Cyan hier zum Beispiel, Entschuldigung, hier ist das Cyan, hier ist das Magenta reflektieren und die anderen Farben nicht reflektieren. Wenn wir Gelb auftragen, dann bedeutet das, dass wir nur das Licht, das gelbe Licht reflektieren und die anderen absorbieren. Zusammen ergibt das hier Rot, wenn wir die beiden mischen. Und wenn wir das hier mischen, gibt es Blau und wenn wir die hier mischen, gibt es Grün. Yellow, Magenta, Cyan, CMY, Entschuldigung, Cyan, Magenta and Yellow, CMY. In der Schule hatte ich so einen Malkasten mit 21 Farben. Und wenn man, das war irgendwie so ein prägendes Erlebnis im Zeichen, im Kunstunterricht für mich gewesen, gibt es da zwei Töpfchen mit einer schönen Farbe, die mir irgendwie sympathisch sind. Bei mir immer Rot, ich nehme also Rot und mal dann noch mit einer anderen schönen Farbe das auch noch da drüber mit den Wasserfarben und was rauskommt, sieht eklig aus. Yeah. Und wenn ich noch eine schöne Farbe dazu nehme, dann gibt es nur irgendwie so ein komisches braun-grünes Teil. Das ist genau das. Je mehr wir drauf schmieren, desto weniger wird auftragen, desto weniger wird reflektiert. Und als ich so 10-Jähriger, 11-Jähriger war, habe ich das nicht kapiert. Ja, lauter gute Sachen müssen doch noch was Besseres ergeben. Es gab nur was Schlechteres. Weil eben mehr absorbiert wird. Das hatte ich nicht verstanden. Ich hatte das Farbmischmodell nicht verstanden, da so als 10-, 11-Jähriger. Der Zeichenlehrer, der hat sich zwar bemüht, aber ich habe es irgendwie nicht kapiert. Ich habe dann auch irgendwie aus Schwarz und Weiß versucht, Grau zu mischen. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Irgendwann hat mir der Zeichenlehrer erklärt, da muss man Blau und Braun irgendwie zusammenquirlen, dann wird es irgendwie ordentlich, ein ordentliches Grau. Falls Sie einen Tintendrucker haben, der hat ja auch drei Farbpatronen, zunächst mal. Der erste Tintendrucker, den ich gekauft habe vor vielen Jahren, der hatte nur drei Farben, diese da. Cyan, Magenta und Yellow. Und wenn man da Text gedruckt hat, dann hat der Text irgendwie braun, grün, grau ausgesehen. Auf jeden Fall nicht schwarz. Deshalb, wenn Sie heutzutage in irgendeinen Elektronikladen reingehen und einen Tintenspritzer Ihrer Wahl kaufen, dann hat der vier Farbpatronen. Die drei bunten hier und noch eine extra schwarze Patrone.
Das hat, naja, eigentlich zwei Gründe. Oder drei. Erstens, wenn man viel schwarz drucken will, dann müsste man eine ganze Menge von der blauen, von der gelben und von der lila Tinte draufspritzen. Und außerdem, wenn man so viel aufträgt, dann wälzt sich das Papier leicht. Das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen. Ne? Versuchen Sie mal mit Ihrem Farbtintenstrahldrucker irgendeinen dunklen Fleck aus mehreren Farben zusammengesetzt zu produzieren. Also zum Beispiel sowas, so ein dunkles Rot zu produzieren, da fängt dann an, sich das Papier ein bisschen zu wellen, insbesondere wenn Sie dünneres nehmen. Weil Sie das so nass machen müssen, das Papier. So wie im Kunstunterricht bei mir. Nicht ganz so schlimm. Deshalb spritzt man da gerne schwarze Farbe drauf. Also das spart ein bisschen Geld und es wird schöner, es wird wirklich schwarz und nicht irgend so ein komischer Ton. Schwarz bedeutet, dass überhaupt nichts reflektieren. Überhaupt kein Licht oder fast kein Licht reflektieren. Das ist das subtraktive Farbmischen. Das braucht man fürs Drucken. Wenn man Buchdruck macht, wenn man mit dem Laserdrucker was ausdrückt oder mit dem Farbdrucker was ausdruckt. Das braucht man auch im Zeichenunterricht, Malunterricht, Kunstunterricht in der Schule. Unsere Displays, unsere Bildschirme machen das. Das hier machen unsere reflektiven Medien, also Papier insbesondere. Oder da braucht man dieses Farbmischmodell. Dieses sogenannte RGB-Modell, ich habe hier den Würfel davon gezeichnet. Hier, das hier unten bedeutet den Wert 0 für grün, für blau und für rot. Weiß erzielen wir, wenn wir das Maximum für blau, also zum Beispiel 255, das Maximum für rot und das Maximum für grün nehmen, dann kommen wir hier hin. Also 255, 255, 255 prozessiert das hier, diesem Modell da. Gelb kriegen wir, wenn wir blau auf 0 setzen und grün und rot jeweils auf 255. Und das Cyan, grün auf 255, blau auf 255, rot auf 0 und das Magenta hier entsprechend. Und Sie sehen hier, das ist der Würfel für das CMY-Modell. Und wenn wir Magenta mit Yellow kombinieren, kriegen wir Rot. Das funktioniert auch ziemlich gut. Hm? Wir haben also hier so eine Transformation. Diesen Zusammenhang hier, der natürlich auch hier drin steht. Das Weiß ist übrigens hier unten, wir schmieren keinerlei Farbe drauf. Dann bleibt im Kunstunterricht das Papier auch weiß. Gibt keine gute Note, aber es bleibt schön weiß. Sie sehen also, dieses Übertragungsmodell, dieser Farbvektor ist das da minus das RGB-Modell. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Modell präsentieren. Das Farbton, Saturation und Value Modell. Value für Helligkeit, Intensität. Da haben wir hier so eine Achse für die Helligkeit. Wenn wir die Helligkeit auf 0 setzen, dann ist das Bild auch ist der Punkt schwarz. Wenn wir die Helligkeit auf das Ende der Skala setzen, auf 255, ist es weiß, beziehungsweise wir können noch einen Farbsättigungswert angeben. Wenn wir diesen Winkel hier wählen, den hier und die Sättigung auf 255 setzen, kommen wir bei einem kräftigen Rot raus. Wenn wir den anderen Winkel nehmen, von hier aus gesehen, zum Beispiel dahin, und die Sättigung auf so halb setzen hier, kommen wir bei irgendeinem dunkleren Grün raus. Eventuell bei einem Dunkelgrün, wenn wir nur eine geringe Farbsättigung wählen. Das ist das Modell, was man auch beim Fernsehen benutzt. In Amerika konnte man übrigens früher an den Fernsehern, da gab es echt drei so Regelknöpfe, einen für Helligkeit, einen für Farbsättigung und einen für diesen Winkel da. Und damit war natürlich allerlei Kurzweilen möglich, da konnte man schnell mal das Gesicht vom Nachrichtensprecher ins Quietsch-Orange drehen oder sowas.
Naja, der Spaß war auch nach 10 Minuten vorbei und da hat man wieder die Reset-Taste gedrückt, um den Wert zurückzusetzen. Die haben das übrigens gebraucht, früher in Amerika, für dieses Fernsehverfahren NTSC, weil es da zu Verfälschungen von diesem, bei der Übertragung zu Verfälschungen von dem Farbwinkel kommen konnte. Und deshalb musste man das an der Fernsteuerung nachregeln. Heutzutage geht das mit Signalverarbeitung automatisch im Fernseher. Aber da war das eben so, dass man diesen Farbwinkel hier verändern konnte. Und der wurde bei der Übertragung schon auch mal falsch übertragen. Dieses Farbmodell, das benutzen wir insbesondere fürs Fernsehen. Und da kommen wir dann gleich noch drauf, da hat es einen. Da kann man dann gleich noch einen schönen weiteren Trick benutzen. Über den müssen wir aber noch sprechen, das machen wir aber hier nicht. Merken Sie sich's bitte nur mal. Jetzt kommen wir zum Digitalisieren. Sagt nicht die Uhr. Oh, wir haben ja noch viel Zeit. Digitalisieren. Wenn wir so ein Bild haben, das wir digitalisieren möchten, dann können wir, überlegen wir uns mal zunächst das Szenario, wir haben sowas wie einen Scanner. Und auf diesem Scanner, wir legen das Bild so vor uns hin, und das primitivste Modell ist, wir haben so einen Stift, den können wir da draufsetzen und der macht dann ein Pixel. Dann nehmen wir den Stift hoch, setzen ihn eins weiter rechts hin, machen das nächste Pixel, eins weiter rechts, das nächste. Und wenn wir das 500 Mal horizontal bewegt haben und Pixel digitalisiert haben, dann fahren wir in der nächsten Zeile weiter und nehmen wieder das in der zweiten Zeile, das erste, das zweite, das dritte und so weiter, bis wir unten rechts angelangt sind. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir eine horizontale und eine vertikale Diskretisierung durchgeführt haben. Wir fahren entweder ziehen wir das Papier an so einem lichtempfindlichen Zelle vorbei oder wir nehmen die lichtempfindliche Zelle und bewegen sie über unser Bild hinweg. So. Und wenn ich 1000 Spalten habe und 1000 Zeilen habe, dann habe ich 1 Million solche Punkte digitalisiert. Dieser Diskretisierungsschritt, das ist dann die Auflösung. Und die wird wieder so in Punkte pro Zoll berechnet. 6000 Punkte pro Zoll nimmt man für Röntgenbilder. Weil, das Röntgenbild ist kurzwelliger, das heißt, die Bilder sind auch besser aufgelöst. Und die Ärzte können tatsächlich bei der entsprechenden Vergrößerung auch auf diese Weise in solchen hoch aufgelösten Bildern noch feinste Haarrisse erkennen. Also so ein Röntgenarzt, der hat schon ziemlich hohe Ansprüche an die Auflösung. Es kommt natürlich immer aufs bildgebende Verfahren an, aber Röntgenbilder haben eine ziemlich extreme Auflösung. Das 72 dpi, das gibt schon ein ziemlich hässliches, pixeliges Bild. Heutzutage entspricht das nicht mehr den Erwartungen, die man so hat. Man möchte eigentlich mit 300 oder 600 dpi scannen. Mit meinem Stift geht das natürlich nicht so besonders gut. Das sieht dann eher so aus wie so ein pointillistisches Bild. Deshalb braucht man irgendeine andere Mechanik, um das vernünftig zu machen. Wir könnten also zum Beispiel, und so macht man es auf einem Scanner oder so ähnlich, unser Bild hier auf so eine Glasoberfläche legen, so falsch herum, dass hier also die bunte Seite des Bildes ist und dann leuchten wir hier die Pixel hier oben an, Licht wird reflektiert, kommt hier rein in so ein Prisma, das Prisma zerlegt das Licht in den roten Kanal, den grünen Kanal und den blauen Kanal. Wir machen einen Schnappschuss. Und dann ziehen wir mit irgendeiner Mechanik oder vielleicht auch mit einem weiteren Spiegel, der sich da bewegt, oder vielleicht können wir dieses Prisma ein bisschen bewegen oder sowas, oder vielleicht können wir die Lichtquelle bewegen, sodass wir einzelne Pixel hier anleuchten, einzelne Punkte, Bereiche eigentlich anleuchten und das hier diskretisieren. Wir könnten aber auch diesen Schlitten einfach hier entlang bewegen. Wir messen jetzt hier an jeder von diesen Ausgängen,
beim Roten, beim Grünen und beim Blauen. Einen, das sind Fotodioden, einen eine Spannung. Das ist zunächst ein analoger Wert und auch den müssen wir wieder auf dem digitalen Wert abbilden, diskretisieren. Wir können da zum Beispiel 8-Bit oder 12-Bit pro Kanal hier produzieren. Wenn wir 8-Bit hätten, dann hätten wir einen roten, einen grünen, einen blauen, 24-Bit für die drei Farbkanäle. Wir hätten also pro Pixel 24-Bit. Wenn wir jetzt zurückkehren zu unserem Beispiel, 1000 mal 1000 Pixel, haben wir 1 Million Pixel und 24-Bit, 3 Byte pro Pixel. Wir kommen also insgesamt auf 3 Megabyte an Rohinformation, an Pixelinformation. Das könnte man zum Beispiel auch komprimieren mit so einer Abbildung auf Farbpaletten. Macht man heutzutage nicht mehr so gern. Beim GIF macht man das noch so, bei den Bildkompressionsverfahren. Der JPEG oder so, der benutzt dann was anderes. Ich habe jetzt hier einen einzelnen Sensor gehabt und da müsste man also dieses Bild so im Zickzack-Modus abfahren. Solche Scanner baut man eigentlich nicht. Man bewegt gerne nur diesen Sensor in einer Richtung mit irgendeinem Stepper-Motor schrittweise vorwärts fahren. Die andere Dimension kann man dann zum Beispiel machen, indem man das Bild vor und zurück bewegt vor diesem oder auf eine rotierende Trommel aufspannt, um es an dieser Zelle vorbeizuziehen. So ein Hochleistungsscanner, da wird also dann das Bild auf so eine Trommel aufgespannt, die Trommel, die rotiert. Wir haben hier diese kleine Zelle, die wir hier auf so einer Achse hier unten von links nach rechts fahren können. Und wir fahren das dann in so Schritten rechts rüber. Bei einer Auflösung von 1000 Zeilen haben wir 1000 einzelne Schritte und das rotiert dann hier so dran vorbei und wir machen einzelne Aufnahmen, 1000 Stück für eine Umdrehung, dann fahren wir eins weiter, dann machen wir wieder 1000 Stück für eine Umdrehung. Das ist eine Art, wie man so Bilderscanner macht. Das sind so Scanner, wie sie in der Druckindustrie auch benutzt werden. Ziemlich hochwertige Geräte. Wenn man eine Dimension einsparen will, dann darf man nicht nur eine Zelle hier haben, sondern muss man viele Zellen parallel haben, eine ganze Zeile. Und so macht es so ein einfaches Faxgerät. Das zieht hier oben das Papier an so einer Zeile mit solchen Zellen vorbei. Und die Technik, mit der man es aufbaut, das nennt man CCD-Zeilen, Charge-Coupled Devices. Wir haben hier bei diesen, ich habe hier mal so einen Querschnitt aus einem Charge-Coupled Device gezeichnet, wir haben hier unten ein Substrat, Silizium. Da drin haben wir positiv dotierte Inseln, hier, hier, hier und hier. Und hier oben haben wir noch eine Siliziumdioxidschicht und da drauf sind so metallische Pads angebracht. Diese Pads, die sind unterschiedlich angeschlossen an zwei Leitungen, sodass man von hier nach hier eine Spannung anlegen kann. Also hier drauf Plus, hier drauf Minus, dann gibt es hier zwischen eine Spannung und es gibt dann da eine Möglichkeit, also ich fange erstmal an, das über die Möglichkeit rede ich gleich. Was als erstes mal passiert ist, von hier oben fallen Photonen ein, Licht, und die schlagen hier Ladungsträger los aus dem Gitter. Diese Ladungsträger, diese beweglichen Ladungsträger, je mehr Photonen wir hier oben reinschießen, je mehr Licht da reinfällt, desto mehr freie Ladungsträger gibt es. Die sammeln sich dann hier also an, in dieser Zelle, in der, in der, in der, in der. Und dann benutzen wir hier dieses abwechselnd, wenn wir genügend Licht gesammelt haben,
und die Aufnahme fertig ist sozusagen, dann ist die hier so verteilt, die Information mit mehr oder weniger Elektronen hier jeweils drin. Entsprechend der Helligkeit, also Ladungsträger hier drin. Und diese Ladungsträger, die müssen wir dann hier horizontal stückweise raushüpfen lassen, rausschiften. Das macht man, indem man hier immer wechselnd Plus und Minus anlegt. Dann hüpfen die immer so eins nach rechts weiter. Das von hier fällt hier hinten raus, müssen wir hier messen. Das, was da war, wird durch das hier beschrieben. Das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin. Und wenn wir so eine Zeile mit 1000 solchen Elementen haben, müssen wir 1000 Mal so die Elektronen von hier nach hier hüpfen lassen oder rüberziehen. Und das, was jeweils rausfällt, das messen wir. Dann messen wir die Menge Elektronen. So macht man eine CCD-Zeile. Das kann man auch matrixförmig anordnen. In der Digitalkamera haben wir so eine Matrix von CCD-Zellen. Dann gibt es noch so eine Auslese-Logik. Also wir shiften das so horizontal raus, erhalten also jedes Mal, wenn wir einen Takt anlegen, eine Spalte, und die Spalte müssen wir dann noch auslesen. Und dann kommt wieder der horizontale Takt und das zieht dann so rüber. In dieser CCD, und hier lesen wir jeweils eine Spalte aus. Auf solchen CCD, in diesen CCD-Chips, in dieser Matrix, kann man so 3.000 bis 4.000, glaube ich, Punkte pro Zoll horizontal und dann nochmal vertikal unterbringen. Die Chipfläche, die ist nur zu 50-80% mit aktiven Elementen bedeckt, denn wir brauchen ja auch noch für diese Pads hier und für diese Leitungen ein bisschen Platz. Und die Pads, auf denen die Leitungen hier angeschlossen sind, die können nicht beliebig klein werden. Wenn man also ganz, ganz viele solche Zellen auf einem möglichst kleinen Chip unterbringen will, 20 Megapixel auf so viel Platz, dann, na, das geht nicht richtig, dann ist die aktive Fläche sehr gering. Wir müssen also mit ganz wenig Photonen pro Zelle auskommen und daraus dann Helligkeit ableiten. Wenn die Chips größer sind, haben wir mehr aktive Fläche, weil die Verdrahtung und die Pads nicht so viel Platz relativ zur aktiven, optisch aktiven Fläche einnehmen. Deshalb sind große Digitalisierchips besser als die ganz kleinen, und deshalb sind die Bilder, die ihr Handy macht, auch nicht so gut wie die Bilder, die so eine teure Spiegelreflex mit einem großen Sensor, der vielleicht sogar ein Dreiviertel Zoll oder so ähnlich groß ist, also so 20 mm oder sowas Großes, erzeugt. Weil das Verhältnis von Verdrahtung zu aktiver optischer Fläche viel besser ist bei einem großen Chip als bei einem kleinen. Wenn der Chip groß ist, muss eigentlich auch der Strahlengang länger sein und die Objektive werden größer. Also gibt es noch ein paar Nebenbedingungen. Das kriegt man auch im Handy. Man kann nicht einfach so einen großen Chip nehmen und ins Handy reinpappen. Dann, naja, dann wird das Handy ebenso groß wie so eine SLR. Jetzt haben wir also hier hinten rausgeschiftet RGB-Werte für das, was wir aufgenommen haben. Eigentlich erst Helligkeitswerte. Unser CCD-Chip, der muss auch noch zwischen Rot, Grün und Blau unterscheiden können, sonst ist es ja nur eine Schwarz-Weiß-Kamera. Dann muss man entweder das einfallende Licht irgendwie optisch zerlegen in den roten Kanal, den grünen Kanal, den blauen Kanal und drei Chips dahinter bauen. Das machen ganz hochwertige Videokameras, die machen sowas noch. Oder Sie müssen auf dem CCD-Chip so Filterstreifen anbringen, sodass ein Teil der Zellen für Rot und ein Teil der Zellen für Grün und ein Teil der Zellen für Blau zuständig ist. Auf die Weise kriegt man das natürlich auch dann hin. Also wenn Sie 18 Megapixel haben, brauchen Sie natürlich bei einer Farbkamera 18 mal 3 Millionen einzelne Zellen. 18 Millionen für Rot, 18 für Grün, 18 für Blau. Oder Sie machen es irgendwie sequenziell, da muss man einen Filter reinschwenken, aber das ist auch nicht so schön. Dauert dann die Aufnahme auch länger. Zur Bildkodierung
Also es kommt RGB raus, das können wir auch auf unseren Computermonitoren brauchbar anzeigen. Für beim Druck transformieren wir das in die CMYK-Darstellung für die Bilder und fürs Fernsehen machen wir diese HSV, Hue, Saturation and Value Darstellung. Da werden wir aber bei Bewegtbildern dann noch ein bisschen drüber sprechen. Nach der Digitalisierung muss man typischerweise die Bilder noch aufbereiten. Ich habe hier oben eine Zeile übersprungen, auf die möchte ich Sie noch hinweisen. Diese Zellen, diese CCD-Zellen, die wir da haben, der Produktionsprozess bedingt auch, dass die ein bisschen unterschiedlich sind. Wenn wir also, ja, ich nehme jetzt mal hier einen Stuhl als Zelle her, ja, wenn wir den hier mit demselben Licht beschießen wie dem, dann werden da darf oder mit derselben Menge, dann werden wir vielleicht da ein paar weniger Elektronen sammeln als da. Das gibt einen kleinen Unterschied. Das nennt man Rauschen. Und wenn Sie jetzt ein Foto machen mit Ihrer Kamera und zwei nebeneinander liegende Pixel vom blauen Himmel über uns wirklich in Ihrer RGB-Darstellung 24-Bit betrachten, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die ein bisschen unterschiedlich sind. Das will man eigentlich nicht haben und deshalb lässt man zum Beispiel auch noch einen Rauschfilter hinterher über das Bild drüber laufen. Typischerweise rauscht der Blaukanal am allermeisten. Es gibt aber noch weitere Aspekte. So eine Kamera, die nimmt also das Bild auf. Sie nehmen das Bild in RGB, meinetwegen auch im RAW-Format, und zeigen es auf Ihrem Monitor an. Und dann sehen Sie das Bild auf dem Monitor neben dem richtigen Bild und Sie sehen leichte Farbunterschiede. Was ist denn da passiert? Das Problem ist, dass die Ansteuerung, also dass die Menge rotes Licht, die da einfällt, eine bestimmte Menge Elektronen freisetzt. Das wird dann umgerechnet in einen Kanalwert, Farbkanalwert und das Grün und das Blau. Jetzt nehmen Sie diese drei Werte, die Sie da haben, diese 24-Bit, und geben es dem Monitor. Der hat nicht dieselbe Empfindlichkeitskurve. Die Zellen da drin, die LED-Zellen da drin, beziehungsweise die LCD-Zellen da drin, hat nicht dieselbe Empfindlichkeitskurve, dieselbe Reaktion auf die Zahl 237 im roten Kanal. Deshalb ist die Farbe eventuell ein bisschen anders. So für den Hausgebrauch macht das nichts, wenn der Unterschied nicht allzu groß ist, wenn es immer noch rot ist und das Rot auch irgendwie nett ist. Wenn man Anzeigen in der Zeitung druckt, dann will der die Anzeige bezahlt, seine Farbe ganz präzise so haben, wie es in seinem Firmenlogo ist. Coca-Cola möchte das Rot eben genauso. Mir hat mal jemand von einem Verlag, das war glaube ich Gruner und Jahr, so der Leiter von so einer Druckanstalt da, der hat mir mal die Konsequenzen erklärt. Wenn die für den Stern oder den Spiegel drucken und da ist eine Anzeige drin, von der Telekom oder von Coca-Cola oder sowas ähnliches, und das Rot ist nicht perfekt, genau das, wie die es auf der Farbkarte von ihrem Logo haben, dann gibt es kein Geld für die Anzeige. Und das ist richtiges Geld, wo wir sprechen, das ist nicht nur 3,50 Mark. Also diese Farbkalibrierung, die muss präzise sein. Und deshalb eicht man solche Kameras. Zumindest die Profis machen das. Die halten das also vor einem Testbild, und dann wissen die genau, welche Farbe, welchen Wert, welche 24-Bit erzeugen soll, machen das Foto und dann wird verglichen. Was müssten wir da an Farbwerten messen? Was müssten wir da an Farbwerten messen? Was müssten wir da an Farbwerten messen? Und dann gibt es eine Transferfunktion von diesem Color Matching, das nennt man dann Gamma. Diese Transferfunktion, die korrigiert das, was die Kamera macht, sodass wir hinterher dieselben RGB-Werte in der Datei haben. Und beim Bildschirm kann man das nochmal machen. Da kann man vor dem Bildschirm, vor das Bild, so eine kleine Zelle halten zum Kalibrieren. Und die misst genau den Farbwert, den das Ding anzeigt, und vergleicht es mit dem Farbwert, der es sein muss.
Und jetzt gibt es wieder auf dem Weg vom Computer zum Bildschirm eine Transferfunktion, die den Bildschirm so ansteuert, dass der richtige Farbwert rauskommt. Und genauso eine Transferfunktion braucht es auch für die Druckmaschine. Das nennt man Color Matching. Kalibrieren der Farbwerte. Wir können übrigens, wenn wir das Bild haben, natürlich auch noch was dran machen. Ja, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon im Bildbearbeitungsprogramm auf die Taste "Optimieren wir mal das Bild" gedrückt. Das sorgt dann dafür, dass das Bild ein bisschen kontrastreicher wird und die Farben ein bisschen kräftiger kommen und so weiter. Was da meistens passiert, ist, dass solche Histogramme optimiert werden, dass man sowohl helle als auch dunkle Töne in ungefähr derselben Anzahl in dem Bild drin haben. Mit so einem Bildverarbeitungsprogramm kann man einerseits die Helligkeit regeln, also die Funktion, die einen Wert in der Datei, einen Pixelwert, abbildet auf eine Intensität auf dem Bildschirm zum Beispiel. Auf die Intensität in der Ausgangsdatei, wenn man das umrechnet, das Bild. Da würde man dann zum Beispiel beim linearen Verlauf hätte man hier für den Wert 50 auch die Intensität 50. Hier machen wir es aber vielleicht so, dass wir für den Wert 50 dann die Intensität 70 oder sowas produzieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass irgendwann mal bei 80, 90, 100, dass die sich nicht mehr unterscheiden, dass die alle auf den Wert 100 abgebildet werden. Und dass wir auch keine Intensität von 0 bekommen und von 10, sondern dass die Intensitäten erst bei 20 losgehen. Das ist die Helligkeitsregelung. Die Kontrastregelung, na, die müssen alle eins rüber hier. Die Kontrastregelung ist so, dass wir eine ganze Menge Werte noch auf die Intensität 0 abbilden, dass wir eine ganze Menge Werte auf die maximale Intensität abbilden und nur dazwischen so einen Verlauf haben. Das passiert, wenn wir den Kontrast von dem Bild verstärken. Da gehen natürlich auch Nuancen verloren. Da gehen die ganz hellen und die ganz dunklen Töne verloren. Die ganz hellen werden voller Helligkeit, die ganz dunklen werden ganz schwarz. Andererseits möchte man gerne den Kontrast erhöhen, weil dann die Bilder irgendwie satter, voller aussehen. Was man da heutzutage macht, ist, Sie haben es vielleicht auch schon mal gehört, diese HDR, High Dynamic Range heißt das, HDR-Fotografie, da nimmt man ein unterbelichtetes Bild, ein normalbelichtetes Bild und ein überbelichtetes Bild, rechnet die zusammen, dass man den maximalen Kontrast daraus bekommt in allen Bildbereichen. Dann gibt es noch diese dritte Funktion, das ist so eine Transferfunktion, hier hatte ich jetzt ja alles linear angenommen, die ist nicht linear, so eine Gamma-Transferfunktion. So, nachdem man das also nach der Digitalisierung noch ein bisschen aufbereitet hat, dieses Bild justiert hat, also das Rauschen rausgerechnet hat, die Farbe kalibriert hat und Helligkeit und so weiter justiert hat, ist das Bild fertig zum Transport. Weil die Datenmenge recht groß wird, muss man es vielleicht noch komprimieren. Hohe Auflösung ist natürlich insbesondere für die Weiterverarbeitung wichtig, aber auch wenn wir das Bild ganz einfach auf dem Papier ausdrucken wollen. Am Monitor sieht es vielleicht auch in der Auflösung von 150 dpi gut aus, aber wenn Sie es aufs Papier drucken, dann sieht das plötzlich schäbig aus und Sie wollen 300 oder 600 dpi haben. Unsere Urlaubsbilder, die wollen wir ausgedruckt haben, ausgedruckt in Anführungszeichen, entweder auf unserem eigenen Tintenstrahlfotodrucker zu Hause oder auch von so einem Drucker in der Entwicklungsanstalt, wenn wir es im Supermarkt bringen, auf eine SD-Karte uns da entwickeln lassen, die Dinger. Aber wir müssen mal angucken, was passiert. Wenn man also hier so 300 Punkte pro Zoll hat, die haben wir in der einen Dimension, also zum Beispiel 10 cm hoch, 6 x 2,5, 15 cm breit, ist so das typische Urlaubsfotoformat. Jeweils 300 dpi, also 6 Zoll mal 300 Punkte pro Zoll und 4 Zoll mal 300 Punkte pro Zoll mal 3 Byte, gibt 6 Millionen Byte schon mal. Wenn wir das übertragen wollen, diese 6 Megabyte, dann dauert das einen Augenblick. Deshalb, insbesondere im Uplink, der ja bei unseren DSL-Leitungen eher müde ist,
bei dem wir gerade mal auf 80, 90 Kilobyte pro Sekunde kommen oder sowas. Oder 70 Kilobyte pro Sekunde nur. Da würde das dann hier schon eine ganze Weile dauern, bis wir das Bild hochgeladen haben. Deshalb wird gern komprimiert. Über Kompression möchte ich hier in der Vorlesung nicht mehr sprechen. Da gibt es dann eine Vorlesung Multimedia, zu der Sie natürlich irgendwann mal herzlich eingeladen sind. Im normalen Studienplan kommt es aber erst im fortgeschrittenen Studium bei den Mastern vor. Aber ich hoffe natürlich, dass ich trotzdem da eines Tages mal alle wiedersehen werde. Jetzt möchte ich etwas über Video erzählen. Also Bewegtbilder. Bewegtbilder sind so vor etwas über 100 Jahren entstanden. Wie man das früher gemacht hat, naja, wir haben ja schon seit weit über 100 Jahren Daguerreotypien und so ähnlich und so weiter, kann man einzelne Bilder machen. Irgendwann sind die Leute natürlich drauf gekommen, wenn man viele einzelne Bilder hintereinander schießt und die nur jedes einzelne Bild nur kurzzeitig anzeigt und dann durch jeweils neueres Bild ersetzt, dann entsteht Bewegung. Ich weiß, wer von Ihnen hat schon mal so ein Daumenkinobuch gehabt, ne, so durchblättern, schnell durchblättern und dann sieht man also ein bisschen eine Bewegung. Der Walt Disney hat das gemacht, ne, eine Zeichnung von der Mickey Mouse, die zweite Zeichnung von der Mickey Mouse, bei der die Hand so langsam nach oben geht und die dritte und die vierte und die fünfte und dann diese Zeichnungen schnell hintereinander gezeigt und man hat, und die Mickey Mouse bewegt sich. Jetzt ist die Frage, wie viele Bilder braucht man eigentlich pro Sekunde, damit der Eindruck von Bewegung entsteht. Und die Antwort ist, 16 Bilder pro Sekunde reicht eigentlich. Allerdings muss man da etwas vorsichtig sein. Wenn man jetzt so einen Film hat, wo wir pro Sekunde 16 Bilder hintereinander haben, hält das erste Bild vor die Lampe, leuchtet mal kurz durch, schaltet die Lampe aus, zieht das den Film eins weiter, leuchtet wieder kurz durch, zieht weiter, leuchtet wieder kurz durch, zieht weiter, leuchtet wieder kurz durch, würden wir 16 Bilder pro Sekunde projizieren. Weil unser Helligkeitsempfinden Lichtunterschiede mit einer größeren Auflösung, mit größerer Präzision messen kann als nur die 16 Bilder pro Sekunde, kommt uns das vor, als ob das Bild flackern würde. Das tut es auch. Ganz objektiv. Wir können es bloß sehen, messen. Ich meine, selbst wenn wir 1000 Bilder pro Sekunde zeigen würden, 1000 mal ein- und ausschalten, wird es immer noch flackern. Wir können es bloß nicht gut genug messen mit unseren Augen. Wir können es nicht sehen. Diese Helligkeitsunterschiede von einem Bild zum anderen, also dunkel machen, wieder hell machen, dunkel machen, wieder hell machen, das sehen, das können wir Menschen nicht mehr richtig feststellen, wenn wir so ungefähr 50 Bilder pro Sekunde zeigen. Das ist uns aber, das war uns insbesondere zu viel Aufwand beim Film. Das ist uns sogar heutzutage noch zu viel Aufwand beim Film. Beim klassischen Kino wird übrigens wird deshalb jedes Bild dreimal gezeigt. Also, Bild in den Projektionsweg reinziehen, Licht, 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 weiterziehen, Licht, 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 weiterziehen, Licht, Licht, Licht. Dann haben wir eine Hell-Dunkel-Frequenz von 80. Von 48, 16 mal 3 Hertz und das empfinden wir als ein konstantes Bild. Da werden wir schon ganz schön betrogen. Unser Auge wird ganz schön betrogen im Kino. Wenn wir jetzt 24 Bilder pro Sekunde zeigen würden, würden wir es immer noch als Geflacker aufnehmen. Deshalb dreimal zum Beispiel belichten oder durchleuchten. Dann kommen wir auf eine Hell-Dunkel-Frequenz. Licht-Ein-, Licht-Aus-Frequenz von 72, das merken wir nicht mehr als Menschen. Beim Fernsehen, da haben wir 25 Bilder pro Sekunde, das würden wir als Geflacker empfinden. Wenn 25 Bilder pro Sekunde auf dem Bildschirm gezeichnet werden, dann wird wieder oben angefangen. Wir bräuchten sowas wie 50 Bilder pro Sekunde, da werden wir uns gleich hinarbeiten, dahin vorarbeiten. Angefangen hat das Fernsehen mit dem sogenannten Schwarz-Weiß-Fernsehen, das ist eigentlich ein Graustufenfernsehen. Ein einziger Kanal, pro Pixel ein analoger Wert für hell oder dunkel.
dieses Bild, das hatte beim klassischen Fernsehen, das ist dieser CCIR 601 bzw. ITU 601 Standard, 720 Punkte in der Zeile und 486 Zeilen bzw. 586 Zeilen. In Europa sind es 586 Zeilen, in Amerika sind es 486 Zeilen. Die Amerikaner haben 30 Bilder pro Sekunde, in Europa nur 25 Bilder pro Sekunde. Das hat damit zu tun, dass man in Amerika ungefähr 30 Bilder pro Sekunde, dass man in Amerika die Netzfrequenz vom Strom 60 Hertz ist und bei uns, naja, 59,94 Hertz und bei uns sind es 50 Hertz. Und man wollte diese Fernseher netzsynchron aufbauen. Denn eine Frequenz zu transformieren, na, dafür hätte es eine Handvoll Elektronik gebraucht und das hätte, als das Fernsehen eingeführt wurde, den Preis von so einem Fernseher um ordentlichen Betrag, da reden wir jetzt über ein paar hundert D-Mark oder Euro heutzutage, verändert. Also netzsynchron, keine Frequenz transformieren, genau auf der Frequenz vom Netz laufen, da kann man Geld sparen beim Fernseher herstellen. Weil die Bandbreite, die man vom Kanal, von dem Funkkanal zur Ausbreitung, die man bereitlegen wollte, ungefähr 6 MHz war und weil man auch noch ein bisschen Ton da drin senden musste, also nutzbar nur 5 MHz, ergibt sich insgesamt hier diese unterschiedliche Zeilenzahl in Amerika und in Deutschland, Europa. Es gibt noch so Unterformate, Sie sehen, das hier ist in jeder Dimension gerade die Hälfte, das ist dieses Common Intermediate Format, beziehungsweise das hier ist die Hälfte vom amerikanischen CCIR 601 Format, das SIF, und dann gibt es noch so ein QCIF, das ist nochmal in jeder Richtung die Hälfte von dem da. Ich meine, das ist natürlich pixelmäßig ein Viertel von dem, und das ist ein Viertel von dem da, und das ist nochmal ein Viertel von dem. Das hier, die Auflösung ist schon ziemlich schäbig. Irgend so ein Bekannter von mir hat mal gesagt, animierte Briefmarke. Jetzt haben wir wegen der Bandbreite des Funkkanals und der Auflösung nur 25 bzw. 30 Bilder. Es flackert. Jetzt braucht man einen Trick. Diese Fernseher, die man früher benutzt hat, die hatten vorne so eine Phosphoroberfläche. Und wenn Sie das Phosphor von hinten mit dieser Elektronenstrahlröhre beschießen, dann leuchtet das. Und leuchtet einen Augenblick nach. Je nachdem, wie Sie die Chemie da machen, wie Sie den Phosphor anrühren, leuchtet das länger oder kürzer nach. Mit unseren 25 Bildern pro Sekunde hätten wir es natürlich auch den Phosphor so anmixen können, dass der lang genug nachleuchtet, dass wir eigentlich das Pixel gar nicht ausschalten, bevor der Elektronenstrahl wieder vorbeikommt und das erneuert, gell? Das Dumme ist bloß, dass wir dann nicht schnell genug von hell nach dunkel umschalten können, weil die ja so lang nachleuchten. Wenn man jetzt also die kürzer nachleuchten lässt, dass die dunkel sind, wenn der Strahl unten ist und wieder nach oben kommt, dass wir sie auch umschalten können, die Punkte. Also da, wo früher hell war, dass es ja jetzt dunkel wird, können die also nicht lang genug nachleuchten. Das würde aber auch bedeuten, wenn der Strahl unten angekommen ist bei dem Bild, ist er oben schon wieder dunkel. Ist oben der Fernseher schon wieder dunkel. Wir würden also da ständig so einen dunklen, schwarzen Streifen über das Bild wandern sehen. Hässlich. Deshalb teilt man die Bilder, die da übertragen werden, in zwei Hälften ein. Der eine Teil, die so ineinander passen. In dem einen Bild, in dem einen Halbbild, da unten steht dieser Begriff Halbbild, heißt auch Feld, da steckt die Zeile 0 drin und die Zeile 2 und die Zeile 4 und die Zeile 6 und die Zeile 8. Im anderen Halbbild steckt die Zeile 1, die Zeile 3, die Zeile 5, die Zeile 7 und die Zeile 9. Wenn wir jetzt dieses eine Halbbild, die geraden Zeilen auf dem Bildschirm malen, kommt er da unten an und hier oben ist es noch einigermaßen hell. Aber jetzt malen wir nicht die Zeile nochmal, sondern jetzt malen wir die Zeile erst nochmal, das zweite Halbbild. Und wenn der dann mit dem zweiten Halbbild hier unten ist, ist da oben schon dunkel. Aber das fällt uns als Betrachter nicht auf, weil die ungerade Zeile ja noch hell ist.
Diese beiden Halbbilder werden also mit doppelter Frequenz übertragen. In Europa kommt dann eine Frequenz von 50 Hertz raus, in Amerika 60 Hertz. Übrigens bei dem amerikanischen Fernsehnorm für die amerikanischen Soldaten, da so vor 50 Jahren in Europa, in TSC, haben sie das amerikanische Bildgröße übrigens auch mit 50 Hertz übertragen. Die hatten dann einen kleinen Auflösungsverlust. Dafür musste man die Fernsehfilme aus Amerika und die Fernsehbilder aus Amerika nicht umrechnen, nicht teuer konvertieren. Hier ist die Bildwiederholrate gleich der Übertragungsrate. Warum erzähle ich das? Das ist dieser sogenannte Interlaced Mode, den man immer noch häufig findet bei Fernsehern. Auch unsere modernen LCD-Fernseher die anderen Standards, die wir so haben bei Beamern und so weiter, mit den Farbrädern oder so ein Plasmafernseher, die müssen immer noch dieses mit dem Interlaced-Bild fertig werden, weil Video in diesem Format immer noch ankommt, aus dem Kanal, aus dem Übertragungskanal immer noch so ankommt. Deshalb gibt es diesen Interlaced-Modus. Den Begriff habe ich hier nicht hingeschrieben, das müssen Sie sich vielleicht dazu notieren, eine Anmerkung da reinmachen im iBook oder sonst wie. Beim HDTV, so wie wir es heutzutage haben, da löst sich dieses feste Schema hier mit Punkten pro Zeile und Zeilen pro Bildschirm etwas auf. Also die haben ja so ein Format von 4:3 so ungefähr. Ne? Wir haben, wenn wir die Pixel quadratisch annehmen, ist das Bild breiter als es hoch ist und das Seitenhöhenverhältnis ist 4:3. Im Kino ist das Seitenhöhenverhältnis, glaube ich, 2,5:1 oder sowas ähnliches, oder 2,2:1. Ne? Ja, Breitbandfilme. Und deshalb sieht das auch, wenn man den Kinofilm im Fernsehen anguckt, im normalen 4:3 Fernseher sind da oben und unten diese hässlichen schwarzen Streifen, Letterbox. Ne? Als man also angefangen hat, das HDTV einzuführen, zu standardisieren, zu konstruieren, einzuführen, hat man sich überlegt, dass man auch mindestens das 16:9 Format haben möchte. Für 16 Breiteneinheiten gibt es 9 Höheneinheiten. Wenn Sie das hier ausrechnen, 1920 durch 9 kommt 120, durch 16, da kommt irgendwie 120 raus und wenn Sie das mit 9 multiplizieren, kommt gerade 1080 raus. Kommt gerade 1000. Zonk. Ich glaube, der ist geschafft, der Stuhl. Gratulation. kommt gerade 1080 raus, also das Verhältnis 16:9. Wenn Sie 1366 Pixel horizontal haben, 16:9 ergibt dann hier 16720 Pixel vertikal. Das ist das HD-Ready-Format 1366x720. Das ist das Full-HD-Format 1920x1080. Die Bildwiederholraten hier auch 50 bzw. ungefähr 60 Hertz. Man kann jetzt aber auch die Bildwiederholrate, weil es so ein digitaler Prozess ist, weil wir eigentlich das mit den Halbbildern gar nicht mehr brauchen, von der Übertragungsrate loslösen. 24 Hertz Übertragungsrate reicht prima, also Bildänderungsrate reicht prima für Nachrichtensendungen und was weiß ich, Unterhaltungssendungen und all den Kram. Nur bei einem Fußballspiel möchten wir vielleicht was Schnelleres haben oder bei einem Actionfilm vielleicht 36 Hertz Bildrate, Übertragungsrate. Die Bildwiederholrate, wie oft das dann auf unserem Display angezeigt wird, die kann dann 70 Hertz, 100 Hertz, auch 200 Hertz sein. Wobei ich jetzt irgendwie den Unterschied zwischen 100 Hertz und 200 Hertz ich persönlich mit meinen Augen sicher nicht mehr sehen kann, aber die Marketingabteilung kann das natürlich schon noch sehen. Die Marketingabteilung von den Fernsehherstellern. Zur Übertragung dieser Bilder wird MPEG 2 bzw. MPEG 4, insbesondere MPEG 4 hier für HDTV benutzt.
Und da müssen wir so mit Bildra, bei MPEG 2 und diesem Formaten hier müssen wir mit einer Datenrate von ungefähr 2 Megabit rechnen, vielleicht auch mal 4 Megabit. Die Werbung ist im Allgemeinen weniger stark komprimiert im Fernsehen, als die Inhalte, die da übertragen werden. Eine Nachrichtensendung kann man auch wahrscheinlich mit 700, 800 Kilobit komprimieren, einen Film mit so 2 Megabit oder sowas. Werbung, wie gesagt, ein bisschen weniger stark komprimiert. So, hier brauchen wir wieder Licht. MPEG 4 dann für die HDTV-Auflösung. Die Kameras, die produzieren, jetzt komme ich zu der Sache mit dem HSV, das ich Ihnen vorhin schon mal angedroht habe. Kameras produzieren RGB. Wir hätten also eigentlich 3 Übertragungskanäle. Diese 3 Übertragungskanäle, wenn wir die separat übertragen, also erst das rote Bild und dann das grüne Bild und dann das blaue Bild, dann hätten wir ein Synchronisationsproblem. Besser ist es, wenn wir die sozusagen pixelmäßig gemischt oder so ähnlich übertragen. In so einem Mischsignal, das Composite-Signal. Aber bei dem Composite-Signal müssen wir noch was anderes berücksichtigen. Da gab es als erstes diesen Standard, als erstes gab es Schwarz-Weiß-Fernsehen in unterschiedlichen Frequenzen. Und dann in Amerika in den 50ern, bei uns in den 60er Jahren, als ich kleines Kind war, kann ich mich erinnern, wie der damalige Bundeskanzler Willy Brandt bei der Funkausstellung 1967 auf so einen großen Knopf gedrückt hat und das Farbfernsehen eingeschaltet hat. Also ich war da nicht dabei, aber das hat man in der Nachrichtensendung gesehen. Ne? Meine Eltern hatten keinen Farbfernseher gekauft, als er auf den Knopf gedrückt hat, war das Bild vorher schwarz-weiß und hinterher immer noch. Die Leute, die sich für einen Haufen Geld einen Farbfernseher gekauft haben, bei denen ist dann plötzlich bunt geworden. Meine Eltern haben irgendwie erst Jahre später so einen Farbfernseher gekauft. Aber interessanterweise ist das Farbbild, was ausgestrahlt worden ist, war trotzdem gut auf unserem Fernseher. Das war kompatibel auf unserem Schwarz-Weiß-Graustufenfernseher. Ist das trotzdem astrein angezeigt worden. Und darüber müssen wir jetzt ein bisschen sprechen, diese Kompatibilität. Ja, es gibt ja diese 3 Standards für Farbfernsehen hier, National Television Systems Committee, böse Zungen behaupten, es heißt Never the Same Color, ist der amerikanische Standard, dann gab es noch PAL und weil die Franzosen es anders brauchten, als das standardisiert worden ist, haben die ihre SECAM da aufgemacht, Sequentielle Couleur avec Mémoire. Diese beiden hier sind etwas besser als das NTSC, da kann es keine Farbwinkelverzerrungen geben durch Störungen im Sendekanal. Das PAL ist so konstruiert und das SECAM auch. Übrigens die DDR, die hat sich dann das SECAM besorgt, damit die Bürger der DDR in ihren Farbfernsehern kein buntes Westfernsehen gucken konnten. Denn im Westen gab es ja PAL. Deshalb haben die sich das andere Fernsehen besorgt, diesen anderen Fernsehstandard von den Franzosen geholt. Eigentlich in auch einer angepassten Version, also es war nicht so direkt kompatibel mit dem französischen Signal. Diese Farbfernsehstandards, die sind kompatibel mit dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das Schwarz-Weiß-Fernsehen, das Graustufenfernsehen, überträgt ja Intensitätswerte. Und die geben schon ein anständiges Bild. Eigentlich bräuchten wir jetzt ein Kodierungsverfahren für Farbe, das Schwarz-Weiß das Helligkeitsbild überträgt und dann noch ein bisschen was dazu, was dann die schlauen Farbfernseher insgesamt zu einem bunten Bild transformieren können. Und da kommt das. Ja, also Schwarz-Weiß-Fernsehen plus ein bisschen was Zusatzinformationen gibt Farbe.
Und jetzt, wir brauchen also einen Farbraum mit einem Helligkeitssignal und einem Farbsignal. Und jetzt wische ich mal hier ein wenig, bis ich da bin. Und da sehen Sie genau so ein Farbmodell. Das hier ist das Helligkeitssignal und dann brauchen wir noch für den Winkel, für den Farbwinkelsignal und für die Farbintensitätensignal. Das Irgendwas sind also dieser Pfeil und dieser Pfeil. Das Luminanzsignal, das ist das hier. Das ist das alte Schwarz-Weiß-Signal. Und deshalb hat auch der Fernseher von meinen Eltern das Bild von Willy Brandt Ast 3 angezeigt, bloß nicht in Farbe. Der Knopf war, glaube ich, rot oder so ähnlich, aber ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur hinterher nochmal irgendwelche Bilder gesehen. Dieser HSV-Farbraum, das ist das Chrominanzsignal, so wie ja, zudem das Farbsignal, Chroma, ne, auf so einem speziellen Träger. Ich erkläre die Zeichnung vernünftig. Wir haben also so ein Frequenzband von ungefähr 6 MHz zur Verfügung. Das sind die Fernsehkanäle. Viel mehr kann es nicht sein. Wir müssen ja viele, wenigstens ein paar Fernsehkanäle unterbringen. Hier hinten rechts, das hier ist die Grundfrequenz, die Basisfrequenz, um das herum aufmoduliert wird, die Trägerfrequenz. Hier hinten am Ende vom Band haben wir den Tonträger und das Tonsignal. In diesem Bereich hier von etwas unter der Basisfrequenz bis hierhin ungefähr haben wir das Luminanzsignal. Und das Chrominanzsignal, das ist auf einem speziellen Farbträger in einer anderen Modulation, dieser Subcarrier 3,58 MHz relativ zu dieser Basisfrequenz, mit einem anderen Modulationsverfahren da aufgebracht. Dieses andere Modulationsverfahren ist so gestaltet, dass es das Schwarz-Weiß-Signal nicht allzu sehr stört. Wenn früher die Fernsehansagerin gesagt hat, so, und wir freuen uns jetzt, diese Sendung, die nachkommende Krimi in Farbe ausstrahlen zu können, dann hat man einen ganz kleinen Unterschied zwischen den Bildern gesehen, zwischen Schwarz-Weiß und Bunt. Vielleicht war es sogar Absicht vom Fernseherhersteller, jedenfalls haben mein Bruder und ich immer gesagt, guck, das kommt jetzt in Farbe, das könnten wir in Farbe angucken, wenn ihr endlich einen Farbfernseher kauft. Man hat also dieses Signal, das hat schon ein bisschen das Luminanzsignal gestört, aber nicht viel. Was wir uns jetzt noch fragen müssen ist, und das ist eine Frage, die ich dann auch noch beantworten sollte, ich versuche mal heute noch damit anzufangen, das ist, warum können wir das Farbsignal so viel kompakter darstellen als das Graustufensignal, das Luminanzsignal? Eigentlich habe ich schon heute in der Vorlesung gesagt, warum. Ich muss nur noch über die technische Ausführung reden. Ich habe gesagt, wir haben 120 Millionen Stäbchenzellen, die sind zuständig für die Luminanz und 7 Millionen, viel schlechter aufgelöst, 7 Millionen Zapfenzellen für die Chrominanz, so ungefähr. Unsere Farbauflösung ist einfach viel schlechter. Deshalb kommen wir mit weniger Bandbreite aus. Das ist die erste Bemerkung zu dem Thema. So ungefähr. Wie man das dann speziell macht, sieht man hier, aber das wollen wir beim nächsten Mal, am nächsten Dienstag, morgen um 9.15 Uhr uns anhören. Ach, ich werde es Ihnen einfach erzählen, ob Sie wollen oder nicht. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Auf Wiedersehen.